Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Deus Ex Human Revolution. Ich wollte gerade schon Mankind Divided sagen, aber nee, das war ein anderes Spiel. Okay, ich will das Ding da unten haben, dann nehme ich das Ding, nehme das Ding, nehme den der Vollständigkeit halber. Sollte vielleicht mich ein bisschen beeilen. Oh, das dauert lange. So. Verkackt. Okay, für das Ding sollte ich vielleicht ein Nuke-Virus benutzen. Man hat gerade bloß gesehen, der Stoppwurm hält halt eine Zeit lang quasi den Gegner hier auf, das Rote, was der weitermacht. 60. Okay, da werde ich auf jeden Fall entdeckt. Dann sollte ich das vielleicht mal lassen. Da werde ich überall nur wahrscheinlich entdeckt. Zack, bin drin. Zugriff gewährt. Welche Schwierigkeitsstufe war das? 3? Ich glaube, es war. Also wahrscheinlich war es 3, weil das war schon deutlich schwieriger als die bisherigen. Aber das ist halt das Schöne. Ups. Hacken ist in diesem Spiel eigentlich alles andere als schwer, weil wenn man genug von diesen Stoppwürmern und Nuke-Viren, und ich glaube, es gibt auch noch irgendwas Drittes, also wenn man davon jedenfalls genug hat, alles überhaupt kein Thema. Bla bla bla. Den kennen wir schon. Den glaube ich nicht. Okay. So, was haben wir hier? Toiletten. Ich glaube, Toiletten untersuchen kann ich mir echt sparen. Ich erwarte auch eigentlich nicht, was da zu finden. Vielleicht liegt irgendwo mal eine Zeitung rum, die einer vergessen hat. Aber ansonsten. Wen nimmt man hier? Wer bist denn du? Keine Ahnung. Hey, ein E-Book. Herzen aus Stahl. Ich glaube, das ist ein Roman. Ja, kann ja sein. Sonst irgendwas? Nö. Okay. Nicht. Hier war ich wohl noch nicht. Krella. Ach, das war der Typ, der uns um Hilfe gebeten hat. Sprechen wir mal bei ihm ein. Welche Stufe überhaupt? 2. Guck, hier muss ich schon 2 Sachen übernehmen und ich muss zwangsweise hier rein, wo ich höchstwahrscheinlich entdeckt werde. Okay. Aber es ist ein Transferknoten, der sorgt dafür, dass ich den Rest schneller kriege. Okay, es läuft noch. Ja, wunderbar, das hat geklappt. Wenn man halt die Punkte verstärkt, was ich da immer wieder zwischendurch mache, dann dauert es halt länger, bis der Gegner die übernehmen kann. Deshalb geht das eigentlich immer ziemlich schnell. Problem ist halt nur eigentlich, dass man dabei meistens entdeckt wird, wenn man das macht. Deswegen meistens immer erst, wenn es schon quasi zu spät ist. Mhm. Ups. Okay. Und das haben wir schon gelesen. Schlafwandelnde Welt. Weiß nicht, hat mir das schon? Keine Ahnung. Was haben wir da? Sportmagazin. Langweilig. So, damit haben wir unsere Runde komplett und können nach unten gehen. Wo war denn die Treppe? Hätte ich das Icarus-System, würde ich jetzt springen. Oh, da ist die Treppe. Okay. Bleibt noch eine Etage. Ich weiß auch nicht, ob die Büros irgendwie wieder aufgefüllt werden, wenn wir auf eine Mission gehen und dann irgendwie wieder hierhin zurückkommen. Weiß ich nicht. Kann sein. Kann ich jetzt nicht sagen. Okay, dann nehme ich Nukios. Der wurde nämlich verstärkt und das spart mir dann ein bisschen Zeit hier. Okay. Geiselnahme. Okay. Ach, guck mal, hier ist ja jemand. Moment, die Tür war abgeschlossen, während du hier drin bist? Okay. Ich sag dazu nichts.
Ich sag dazu nichts. Nächste Tür, meine Güte. Guck mal, hier habe ich so einen Code, dann spare ich mir jetzt mal das Hacken. Das nehme ich mit. Dass ihr alle das Geld in eurem Büro aufbewahrt. Komische Entscheidung irgendwie. Wo stehen wir im Jahr 2050? Okay, es bedeutet, wir sind hier nur erst im Jahr 2020? Weil die nächsten drei Jahrzehnte würde bedeuten, dass es gerade. Okay. Ich meine, wir haben jetzt 2018 und wir sind noch lange, glaube ich, nicht so weit mit solchen Augmentierungen, wie die hier benutzt werden, um uns zu schmeißen. Also. Ach, guck mal einer an. Ist schon interessant. Interessant. Da finde ich ja vielleicht dann 2077 realistischer. Ob sowas bringt, random Codes einzugeben? Ob man da hier. Ob ich so viel Glück hätte? Wahrscheinlich nicht. Zack, zack, zack. Alles übernehmen. Der ist, glaube ich, ein bisschen zu spät, aber was soll's. So. Nö, hat alles wunderbar funktioniert. Tyrannei der Biologie. Wobei ich erinnere mich gerade an eine Sache, und zwar, dass sowas quasi nicht wieder aufgefüllt wird, in Anführungsstrichen jetzt. Das bedeutet, ich kann jetzt quasi einmal, auch in der Stadt, wo ich dann in diesem Part hoffentlich noch hinkomme, die haben wir ja schon gelesen. Es dauert nämlich gerade ganz schön lange hier mit dem Hacken, finde ich. Also auch in der Stadt muss ich dann quasi nicht alles doppelt und dreifach irgendwie überprüfen. Das sind wirklich mehrere Apartment-Blocks, die ich auch durchsuchen kann, wenn ich den will quasi. Und wo ich teilweise auch Sachen plündern kann. Das muss ich dann zum Glück nur einmal machen. Glaube ich, mich zu erinnern, dass das nicht alles doppelt ist. Vielleicht google ich das nochmal sicherheitshalber. Weil falls es doch doppelt ist, dass man irgendwie wirklich alle Häuser uns doppelt durchsuchen kann. Moment, die Tür habe ich wahrscheinlich offen lassen, ne? Ist hier die Treppe? Ah ne, es ist Pritchard, okay. Da war ich also schon. Da ist die Treppe. Weil falls ich dann. Moment, ist das. Stopp. Ah, Maliks Büro. Cool. Wieso habe ich den Code. Ups. 5475. Wieso habe ich den Code für ihr Büro? Naja. Wieso haben wir als Sicherheitschef nicht quasi die Codes für alle Büros? Das ist vielleicht eher die Frage. Könnte man jetzt vielleicht erwarten, dass wir die irgendwie hätten. Oder zumindest irgendwo abrufen können. Naja. Habe ich den Satz gerade zu Ende gemacht? Ich glaube nicht. Dass ich, wenn ich dann irgendwie Apartment doch doppelt durchsuchen muss, quasi, dass ich das vielleicht rausschneide, weil außer ein bisschen Beute gibt es da quasi eh nichts. Ich glaube, das ist nicht unbedingt nötig. Da Verteidigung drauf, da Verteidigung drauf, da hoch. Ja, 10 Sekunden, das wird knapp. Zugriff gewählt. Nice. Ach. Hier sitzt so jemand. Wieder jemand, der in einem abgeschlossenen Büro sitzt. Das ist irgendwie normal hier. Ich muss sparen können, hier ist nichts. So, damit sind wir aber einmal rum. Da vorne war ich schon. Also ab nach unten. So, sehr gut. Ich denke, hier unten gibt es nichts. Außer die Sachen noch alle, aber die höre ich mir jetzt auch nicht an. Irgendwann muss auch mal gut sein. Also, ab nach draußen. Erster Halt, Laden. Also nicht Ladescreen, sondern Laden. Ich will Zeug verkaufen. Mrs. Reed. Oh, ach. Adam. Tut mir leid, du hast mich erschreckt. Und nenn mich bitte Cassandra. Du und Megan, ihr wart lange genug zusammen. Ich habe auf dich gewartet. Hier draußen. Warum bist du nicht reingekommen? Ich weiß nicht. Ich bin wohl noch nicht bereit dafür. Du arbeitest hier, aber für mich ist das auch der Ort, an dem ich meine Tochter verloren habe. Ich habe das noch nie so gesehen. Tut mir leid. Es ist nicht in Ordnung, herzukommen und schlimme Erinnerungen wachzurufen. Vor allem nach dem, was du durchgemacht hast. Ja,
Vor 6 Monaten hat sich viel geändert. Ich kann kaum begreifen, wie sehr sie dich verändert haben. Erst konnte ich gar nicht glauben, dass du noch lebst. Wie kommst du damit zurecht? Passt schon, ne? Sie haben alles Notwendige getan, um mich zu retten. Und immerhin kann ich jetzt mehr als je zuvor. Freut mich, dass du das so siehst. Viele von uns kämen mit ähnlich traumatischen Veränderungen nicht so gut zurecht. Darf ich fragen, warum du mich sehen wolltest? Ja, natürlich, tut mir leid. Ich bin wegen Megan hier. Wegen dem, was ihr zugestoßen ist. Oder besser, wegen des Standes der Ermittlungen. Was ist damit? Nun, einfach gesagt, ich glaube, etwas ist nicht in Ordnung damit, wie der Fall behandelt wurde. Du glaubst, dass da irgendwas vertuscht wurde? Ja, genau. Nenn es von mir aus Mutterinstinkt, aber bei meinen Gesprächen mit einigen der Ermittler gab es zahlreiche Widersprüche. Und dann traf ich diesen Kriminalbeamten. Er hieß Chase. Er war auch der Ansicht, dass nicht vorschriftsmäßig gearbeitet wurde, hat aber keine Beweise. Und jetzt willst du mehr herausfinden. Ich werde nie wieder das Lachen meiner Tochter hören, Ellen. Sie wird mich nie mehr anrufen, um sich zu erkundigen, wie es mir geht, und ich kann sie nicht fragen, wie ihr Tag war. Sie wurde mir genommen. Mir ist egal, ob ich darauf einen Anspruch habe oder nicht. Ich will wissen, warum es passiert ist. Du bist nicht mehr der gleiche, Adam. Und wir wissen noch nicht, ob es zum Guten oder zum Schlechten war. Aber ich weiß, dass du Megan geliebt hast. Würdest du mir bitte helfen, herauszufinden, was wirklich mit ihr geschehen ist? Ja, klar. Ich hatte nie Gelegenheit, den Angriff selbst zu untersuchen. Ich kümmere mich darum. Danke. Das bedeutet mir alles, Adam. Wirklich. Als erstes muss ich mit diesem Detective Chase sprechen. Gut. Er hat eine Teilzeitstelle als Wachmann in einem Apartmentgebäude am Brooklyn Court. Ich warte bis dahin bei dir in der Lobby auf dich. Warum braucht ein Detective eine Teilzeitstelle als Wachmann? Oh, er ist kurz nach dem Fall in Pension gegangen. Die Einzelheiten kenne ich nicht. Vielleicht erzählt er dir ja mehr. Bin unterwegs. So viele Sidequests, das wusste ich gar nicht mehr. Meine Güte. Okay. Das Spiel, und das finde ich eigentlich ziemlich cool, das Spiel ist quasi so ein kleines bisschen Open World sogar. Wir haben nämlich jetzt das alles hier, was wir frei nach Belieben erkunden können. Quasi. Also es gibt ein paar Gebiete, in die wir kaum rein können. Also die hier hinten, die Derelict Row. Also ich glaube, alles, was so komplett gelb markiert ist, ist auch, sind Gebäude, in die wir wirklich reingehen müssen. Das sind quasi nochmal komplett eigene Gebiete. Die Derelict Row ist, meine ich, ich sage jetzt mal Feindgebiet. Also da wird, glaube ich, auf uns geschossen, wenn wir da rein wollen. Es gibt so eine kleine Kanalisation. Was haben wir hier noch alles? Ja klar, hier geht es überall irgendwie nach oben. Aber wir sehen hier nur das Außen. Also in den Gebäuden habe ich jetzt hier zum Beispiel gerade keine Karte. Das sind alles irgendwie Außen, Feuertreppen und Dächer und so weiter. Aber das alles können wir quasi komplett frei erkunden. Und das werde ich machen. Ich möchte jetzt eigentlich, bevor ich die Hauptquest weitermache, also die Polizeiquest hier im Polizeirevier, Quest und Polizei, ja. Limbklinik mache ich schon. Das ist nämlich an sich egal. Das können wir ohne Probleme machen. Aber bevor ich mich halt wirklich der eigentlichen Hauptquest, also M5, wieder zuwende, möchte ich jetzt erstmal alles soweit untersuchen, was ich hier kann. Da gibt es nämlich ganz schön viel zu holen. Ich könnte dich einfach umnieten, um deine Waffe mitzunehmen, um sie zu verscherbeln. Ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Also, naja, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht tun sollte. Okay. Gucken wir mal hier. Was haben wir da Schönes? Besser eine Mühle. Okay. Das ist, glaube ich, diese verlassene. Alter, diese verlassene Tankstelle, die in dem einen Bericht erwähnt wurde. Willst du irgendwas kaufen oder verkaufen? Falls ja, bin ich dein Mann. Ist alles auf dem Computer. Zum Greifen nah. Genau, wir verkaufen erstmal Zeugs. Und zwar, was verkaufen wir alles? Die Pistolenmunition brauche ich, glaube ich, eh nicht. Ja, komm, weg damit. Schrotpatronen, weg damit. Das hier, alles weg. Revolver, weg. Betäubungs...
Ich habe kein Betäubungsgewehr. Und selbst wenn ich eins habe, werde ich es, glaube ich, so gut wie nie benutzen. Ich verkaufe die auch erstmal. Vielleicht MP weg damit und Sniper auch weg. Elektroschock wird natürlich behalten. Pistole weg, da kriege ich sowieso noch neue, bevor ich sie mal irgendwie brauche. Zack, das kommt alles weg. Schmerzmittel kommen auch mal weg. Ich glaube nicht, dass ich Heilung wirklich brauchen werde. Whisky, auch wenn es mir ein bisschen wehtut, weg damit. Sprengstoff weg. Schockgranaten kommen weg damit. Splittergranaten weg damit. Und jetzt haben wir Kohle. Jetzt haben wir richtig viel Kohle. So, wir können... Kann ich das... Steht da irgendwo bei... Nee. Okay, Schadensupgrade eh nicht. Salvensystem. Das sind jetzt alles so Waffen-Upgrades, die man hier nehmen kann. Aber ich glaube, die bringen es halt nicht für die Elektroschockpistole. Es gibt, glaube ich... Oh. Ja gut, hier hätte ich mir Betäubungsgewehr holen können. Ah, hier. Dann nehme ich mal zwei von mir. Das lohnt sich immer, welche davon dabei zu haben. Okay, hier kann ich mir ein Betäubungsgewehr kaufen. Ist auch egal. Ich lasse es vielleicht gleich, wenn ich noch Geld über habe. Also hier die Waffen-Upgrades brauche ich, glaube ich, nicht. Es gibt... Ich habe nichts Interessantes. Es gibt... ich glaube, sämtliche diese Waffen-Upgrades sind eigentlich nur für die tödlichen Waffen. Kann sein, dass fürs Betäubungsgewehr irgendwelche davon funktioniert. Ich weiß es aber selbst nicht mehr. Deswegen, ich werde die wohl nicht brauchen. Kann die auch immer schon verkaufen. Amy kommt hin. Mr. Jensen. Mr. Sarah sagte, Sie würden vorbeikommen. Ich habe gerade Ihre Testergebnisse gelesen. Sind letzte Woche reingekommen. Soll ich mich schon mal frei machen? Erstaunlicherweise nicht. Ich finde in keinem Ihrer Berichte einen Hinweis auf Glia-Gewebe. Es ist 6 Monate her, Doc. Müsste ich nicht längst Neuropozin brauchen? Eigentlich schon. Aber die Tests konnten keine Implantatreaktion nachweisen. Im Gegenteil, Ihr Gewebe scheint die Elektroden immer besser anzunehmen. Ich kann also gehen? Tja, also... Mr. Seraph hat mich gebeten, noch ein weiteres Thema anzusprechen. Sie wissen, dass wir während Ihrer ersten OP verschiedene Sicherheitsmaßnahmen ergreifen mussten. Es wurden nicht alle Implantate aktiviert, ich weiß. Wir mussten die hämatombedingten Schäden berücksichtigen. Ihr Gehirn brauchte einfach Zeit, um sich zu erholen. Es musste sich an die Neuroprozessoren gewöhnen, um sie auf natürlichem Wege zu aktivieren. Kommen Sie zum Punkt, Doc. Was will Seraph? Er denkt, Sie sind jetzt bereit, den Aktivierungsprozess mit einer speziellen Software, sogenannten Praxis-Kits, zu beschleunigen. Sie meinen, ich muss nicht mehr warten, bis meine Augmentierungen automatisch anspringen? Sie können auch warten, wenn Sie wollen. Allerdings hat Mr. Seraph in Ihrem Namen eine großzügige Spende für Lim hinterlegt, die gewährleistet, dass Sie, und nur Sie, jederzeit Zugriff auf die für Ihre Neurooptimierungen abgestimmte Praxissoftware haben. Bitte? Sehen Sie selbst. Ja, mit anderen Worten, wir können hier Praxiskits kaufen. Und Typhoon-Munition. Hypo-Stimmen, was war das nochmal? Ich glaube, die füllt auf jeden Fall voll auf und das ist, glaube ich, nur ein Heilmittel. Praxiskits. Oh Gott, waren die teuer. Aber klar, die nehme ich beide mit. Und das will ich auch immer machen. Ich will immer alle Praxiskits kaufen, die verfügbar sind. Also gut, Mr. Jensen. Benutzen Sie sie bei guter Gesundheit. Übrigens, was wir gerade hatten, als wir reingekommen sind, ich habe mir das Gefühl, dass während der Cutscene der Sound deutlich lauter ist. Demonstrationen sind nicht verboten. Das weiß ich auch nicht. So, jetzt können wir jedenfalls wieder ein bisschen skillen. Wie viele Punkte haben wir jetzt? 2 oder 3? Mal kurz gucken. Da. Und da müssen wir auch gerade erfahren, was ich schon mal zwischendurch erwähnt habe. Adams Körper nimmt die Augmentierung halt ziemlich gut an. Ich habe 2 Punkte jetzt also. Das bedeutet zuallererst mal schwere Sachen heben. Hallo, zurück. Okay. Und zum anderen hätte ich eigentlich gerne hier die Beine für den Sprung. Okay, den kriege ich auch automatisch, wenn ich das hier aktiviere. Das bedeutet, ich warte jetzt, glaube ich, und mache dann direkt den Sprung. Dann habe ich erstmal die Standardsachen, die ich gebrauchen kann. Vorerst. Gut,
Ich will jetzt wissen, wer der Tote ist. Gehen Sie zum Polizeirevier und beschaffen Sie seine Neuralknoten. Und Adam, wenn Sie mit Reden nicht reinkommen, schlage ich einen strategischen Rückzug vor. Es muss an der Seite des Gebäudes einen weiteren Eingang geben. Ja. So, ich nehme jetzt aber trotzdem mal... Wo ist es? Hallo. Da. Das Ding mit. Das war jetzt zwar eine übelste Geldverschwendung eigentlich. Das Schöne ist, der verkauft auch alles, was ich ihm verkauft habe, wieder. Das bedeutet, ich nehme noch zwei davon mit. War mir ein So. Das kommt auf die Nummer 2. Ich werde es zwar nie oft benutzen, aber trotzdem. 3. Du hast dann 4 und das irgendwie weit hinten auf die. Ja, 0, nimm das komplett letzte. Weil halt, die meisten Dinge werde ich halt selbst hacken. Und wenn ich mal, wenn es mal irgendwie vorkommt, dass ich was gehackt haben muss, was ich nicht selbst hacken kann, dann nehme ich halt die Dinger. So. Ich würde aber sagen, wir können euch vorher schon wieder Feier machen. Wo führt mich diese Leiter nicht hin? Hm. Wahrscheinlich hier in das Gebäude. Stufe 4. Können wir schon gar nicht hacken. Oder ich könnte halt jetzt mit dem Ding mich da rein hacken, aber nein. Nein, nein, nein. Das brauche ich erstmal nicht. So. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal können wir dann die Sidequests in Angriff nehmen und diese gesamte Stadt, das ist so unglaublich viel, erkunden. Ich glaube, den Bereich hier hinten kann ich auslassen. Da muss ich später von der Story aus... Ich muss in mehrere Bereiche storymäßig, zum Beispiel das Polizeirevier, das werde ich natürlich erst mit der Hauptquest zusammen erkunden. Ich weiß nicht, wie hier hinten brauche ich da was? Ich weiß nicht, also. Die Derelict Row werde ich nicht erkunden, weil da gibt es auf jeden Fall irgendeine Mission. Ich weiß nicht wann, aber da gibt es eine Mission, die mich da reinführt. Und da werde ich das auch erst dann erkunden, weil ich jetzt keine Lust habe, mich da durchzuschleichen und später nochmal durchzuschleichen. Vielleicht werde ich mein Inventar gleich mal ein kleines bisschen sortieren. Das sollte ich auch möglichst bald, glaube ich, vergrößern. Das ist einfach so klein. Vor allem jetzt mit dem Betäubungsgewehr. Ja, und das werde ich gar nicht mehr so oft benutzen. Naja. Ich würde sagen, das war es erstmal für heute. Beim nächsten Mal viel, viel erkunden und Zeitquests machen. Bis dahin. Ciao.